und herzlich willkommen, mein Name ist Vectic. Heute zeige ich euch den 11. und letzten Part vom Richtofen Easter Egg auf der neuen Zombie Map Borrowed. Und ja, das ist Videomaterial aus meinem Livestream. Wir haben das Richtofen Easter Egg live gestreamt, also wie wir es lösen. Und haben es letzten Endes dann auch geschafft, was mich tierisch glücklich gemacht hat. Und ja, Richtofen sagt ja im letzten Teil, wir sollen zum Brunnen gehen und da unsere hart erkämpften Münzen reinwerfen. Und als wir dann beim Brunnen angekommen waren, stand da auch, halten Sie X gedrückt für einen Wunsch. Und das haben wir dann gemacht und auf einmal sind so Papp-Cowboys aufgetaucht, die wir dann in der richtigen Reihenfolge schnell und präzise abschießen müssen. Und ja, das ist eine ziemlich komplizierte Sache. Das hat ewig gedauert, bis wir diesen Schritt erfolgreich hatten. Und ja, ich zeige euch jetzt hier nur das Ende. Ich werde es dann natürlich nochmal zusammenfassen in einem Tutorial. Ja, hier seht ihr es, wir bekommen 7 Perks und die kann man auch nicht verlieren. Hier ist der 75 Gamescore, Erfolg, gelenkte Spiele. Und ja, wie gesagt, ich werde euch das natürlich nochmal zusammenfassen. Der Grund dafür, dass ich auch so einzelne Parts gemacht habe, war eigentlich nur, dass ihr immer live ja, auf dem aktuellsten Stand seid, damit ihr wisst, wo wir gerade sind, an welchem, ja, wo wir gerade festhängen, was wir machen. Und deshalb habe ich das eigentlich nur gemacht. Und ja, ihr seht, ich lasse mich down gehen und verliere meine Perks nicht. Ich wurde gerade wiederbelebt, habe meine Perks nicht verloren. Jetzt gehe ich ganz drauf, damit ihr es auch nochmal seht, dass wenn ich neu gespawnt werde, ich meine Perks auch nicht verliere. Was ich total cool finde. Das gab es ja auch bei Moon oder bei Shangri-La. Und ich finde es cool, dass sie sowas wieder mit eingebaut haben. Naja, jetzt zeige ich euch noch zum Schluss die Lobby. Und zwar ist jetzt bei mir alles blau, weil ich alle Richtofen-Mistakes habe. Ich bin ja so ein Richtofen-Fanboy und deshalb ist alles blau. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall jetzt ein Tutorial hochladen, die nächsten Tage. Und das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank für alle, die daran beteiligt waren. Und viel Spaß, viel Erfolg beim Zombies kennen und haut rein. Vectic's Video ist auch wunderbar. The Doctor has subscribed to his channel.